Ich habe 16 Jahre in Großbritannien gearbeitet als Facharztin für Anästhesie und musste mich 2021, als ich nach Deutschland zurückgekehrt war, wieder im deutschen Arbeitsmarkt orientieren, ganz neu. Und habe dann auf meiner Suche immer wieder festgestellt, dass Parkura Doc immer wieder hochkam in den diversen Suchen. Und bin bei Parkura Doc nun letztendlich dann auch geblieben, weil halt eben die Bedingungen, die ich an meine neue Stelle gestellt habe, erfüllt werden. Genau, ich war nicht mit meinem ehemaligen Arbeitgeber zufrieden, deswegen habe ich auf der Internet ein bisschen umgeschaut und bin ich zu Parkura gekommen. Ich habe eine erste Information über Parkura durch meine Kollegen bei meiner alten Klinik bekommen. Danach habe ich viel im Internet recherchiert und ich wollte gerne auch mein Glück bei Parkura versuchen. Ja, also ich habe Parkura Doc von Anfang an als sehr professionell empfunden. Ja, man hatte wirklich einen persönlichen Ansprechpartner, also Ansprechpartnerin, und wurde auch wirklich begleitet. Das hatte ich so nicht erwartet, aber das war für mich doch eine tolle Wertschätzung, was man so als Mediziner normalerweise nicht unbedingt gewohnt ist. Also es ist für mich eine viel bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie geworden. Ich habe zuvor in Teilzeit gearbeitet und hatte aber mehr Arbeitsstunden, als ich jetzt bei Parkura in Vollzeit arbeite. Das heißt, die ganzen Überstunden fallen weg und es ist jetzt für mich viel leichter, mehr Zeit mit den Kindern auch verbringen zu können, trotz Vollzeitarbeit. Ja, also da muss ich sagen, durch die geregelten Arbeitszeiten habe ich natürlich einen planbaren Alltag wieder, was Gold wert ist. Oh, das ist leicht. Ich stehe morgens auf und freue mich, zur Arbeit zu gehen. Auch das ist eigentlich etwas Neues, weil ich weiß, dass ich an diesem Arbeitstag mich auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich machen möchte, nämlich meine Arbeit. Die Einsatzplanung bei Parkura Doc läuft immer super glatt, ist von den Mitarbeiterinnen immer sehr gut vorbereitet und auf meine speziellen Wünsche oder Bedürfnisse wird auch immer gerne Rücksicht genommen.